Ja, zum Internationalen Gedenktag der Drogentoten, was fällt mir da erstmal ein? Ja, ich würde sagen, hier als Anwohner im Viertel sehe ich ja das ganze, ich nenne es mal Elend, täglich. Und mir fällt dabei eigentlich auf, dass mir niemand erzählen kann, dass die Entscheidung jeder einzelnen Person hier für die Szene eine freiwillige ist, sondern dass es viel eher gesellschaftliche, familiäre, soziale Defizite sind, die Menschen in diese Strukturen reindrücken, weil sie halt einfach so eine krasse Last mit sich tragen, dass sie die nur mit einem krassen Rausch überdecken können. Gerade in Zeiten wie heute, wo ja Deutschland auch relativ im weltweiten Vergleich die Corona-Krise ganz gut bewerkstelligt, fällt mir trotzdem umso deutlicher auf, dass die Verlierer dieser ganzen Pandemie und ganzen Krise wieder mal die Schwächsten sind, die sich hier unten auf der Gas rumtummeln. Und dass da die Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise versagt hat, weil die Leute bleiben abgehängt, sind abgehängt. Und von daher ist es wichtig, an diesem Tag meiner Meinung nach mal auch mal ein bisschen in sich zu gehen, sich der Sache bewusst zu werden und aber gleichzeitig auch immer noch ein politisches Statement zu setzen für einen liberalen, sozialen Weg in der Drogenpolitik. Kriminalisierung kann nicht die Lösung sein und der War on Drugs ist ja generell gescheitert.